heutigen Video kann ich 7 Visionen craften, um damit elementare Fähigkeiten und Items aus Genshin Impact freizuschalten. Kann ich es schaffen, so in einem möglichst nicen Endfight den Enderdrachen zu besiegen? Los geht's und ich bin schon super gespannt, was uns heute genau erwartet mit den Visionen und elementaren Fähigkeiten. Ich hole mir jetzt erstmal Holz, wir kommen uns um die Grundtools und dann schauen wir auch direkt, welche 7 Elemente bzw. Visionen wir craften können und was wir dafür brauchen, um diese zu craften. Da hinten ist ein Schiffswrack, das finde ich schon mal sehr gut für den Start eigentlich. Vielleicht laufe ich sogar da direkt darüber, wenn wir da ganz viel Eisen finden, könnte ich mir zum Beispiel direkt eine Spitzhacke sparen. Allerdings ist das hier ganz schön zugeschüttet, also soll ich mir wohl erstmal meine Grundtools machen, dann können wir uns da leichter reinbauen. Hier kommen wir gut an Stein ran. Dann mache ich mir heute mal eine Schaufel zuerst, bevor ich mir ein Schwert mache, damit wir das Schiffswrack ausgraben können. Und hier haben wir richtig viel Eisen. Okay, dann hätte ich vielleicht gar nicht so viele Tools machen müssen. Aber egal, ich nehme erstmal alles mit und wir schauen, was wir überhaupt davon brauchen gleich. Hier sehen wir nämlich alle 7 Visionen, die wir heute craften können. Und zum Beispiel bräuchte ich für die Geo-Vision ganz viele verschiedene Steine und einen Kohleblock. Ist alles relativ machbar, würde ich sagen, auf jeden Fall. Für die Dendro-Vision brauchen wir Moos. Da kann ich doch eigentlich direkt mal schauen, ob wir hier vielleicht noch Moos haben. Das wäre nämlich definitiv ein bisschen praktisch heute. Aber hier sieht es nicht gut aus. Nee, hier haben wir kein Moos. Ein bisschen was zu essen. Eine Hose. Die schadet nicht. Die ziehe ich mir direkt mal an. Aber bringt jetzt auch nicht viel. Die Anemo-Vision könnten wir eigentlich ganz gut machen. Dafür brauchen wir das Eisen, was wir schon haben. Und 4 Federn von Hühnern. Und natürlich die Geo-Vision. Die ist halt auch richtig machbar. Das heißt, ich kümmere mich jetzt darum, die verschiedenen Steinsorten und Kohle ranzuholen. Und die 4 Federn für die Anemo-Vision. Oder wir suchen uns mal ein Dorf. Das können wir eigentlich auch parallel machen, würde ich sagen. Mal gucken, ob wir hier irgendwo offenere Fläche finden. Ich sollte mir aber auf dem Weg auf jeden Fall schon mal Essen mitholen, weil ich habe jetzt schon Hunger. Und ich weiß ja nicht, wie weit das nächste Dorf entfernt ist. Hier sieht es aber auf jeden Fall schon mal offener aus. Das finde ich gut. Und hier haben wir auch ein paar Hühner, die mir ihre Federn geben wollen. Und da hinten ist ein Dorf, sehe ich gerade. Perfekt. Wir haben aber erst eine Feder bekommen von 3 Hühnern. Wenn wir da direkt das Dorf haben, muss ich mir aber doch jetzt nicht sofort Essen mitholen. Sondern kann ich erstmal nur um die Federn kümmern. Erstmal haben wir hier Weizenblöcke. Ich mache mir also eine Hacke. Und wir kümmern uns erstmal um das Essen. Und das mache ich auch direkt mal als erstes, weil ich jetzt schon nicht mehr sprinten kann. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall mehr als genug Brote für heute. Perfekt. Auch wenn wir jetzt schon einiges an Eisen haben, hole ich mir noch den Eisengolem mit. Perfekt. Und dann hätte ich gerne noch ein Bett für unterwegs. Und jetzt sollten wir mal dringend 2 weitere Federn suchen, denn ich möchte unbedingt das erste Element freischalten, um damit nämlich auch krasse Fähigkeiten zu bekommen, die uns natürlich weiterhelfen können. Da hinten haben wir ein Ruined Portal, da können wir natürlich auch mal reinschauen. Und das sieht sogar wirklich gut aus. Hier können wir in den Nether gehen. Das Portal ist auch schon sogar ziemlich fertig eigentlich. In der Truhe haben wir Rüstung, richtig viel, und Obsidian. Ich kann damit sogar das Portal ohne Gießen vervollständigen, glaube ich. Die können wir alles tragen. Perfekt. Dann tausche ich die doch gerne direkt mal aus und wir haben eine fast komplette Goldrüstung. Aber es fehlen weiterhin unsere Hühner. Hier haben wir aber Kohle. Kohle brauche ich doch auch. Und Granit brauche ich auch. Vielleicht schalten wir auch erst die andere Vision frei, wenn die Hühner nicht mitspielen wollen. Die Kohle haben wir damit schon mal. Und da kommt ein Skelett und ich habe noch kein Schild. Ich sollte mal mein Eisen benutzen. Wir haben richtig viel Eisen. Vielleicht sollte ich mich erstmal ausrüsten. Also schnell nochmal Holz. Dann mache ich mir einen Eimer. Direkt hinterher ein Schild. Und auch schon mal ein Boot schadet nicht. Und wenn wir so viel Eisen haben, mache ich mir auch direkt eine Spitzhacke. Dann können wir uns die Goldblöcke mitnehmen. Und dann sind wir jetzt gut ausgestattet, um zumindest schon mal in die Höhle zu gehen und den Granit abzubauen. Perfekt. Hat sogar einen Bogen getroppt. Nice. Hier haben wir auf jeden Fall den Granit. Okay, dann brauchen wir noch einen Andesit und einen Deep Slate. Den Cobblestone, den haben wir sogar auch schon. Ja, den kriegen wir auch jederzeit ganz einfach. Aber hier haben wir Andesit. Das heißt, uns fehlt nur noch Deep Slate. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Da müssen wir nur einmal irgendwo tiefer gehen. Dann hätte ich jetzt gerne den Goldblock. Und den zweiten natürlich auch noch. Dankeschön. Und dann schauen wir, ob wir zuerst ein paar Hühner oder eine tiefere Schlucht irgendwo finden. Und ich bin schon richtig gespannt. Ich hoffe, die droppen jetzt endlich mal die 2 Federn. Eine noch. Aber das tun sie nicht. Warum droppen die nie Federn? Aber da hinten haben wir direkt noch mehr Hühner. Und da haben wir die letzte Feder. Und jetzt bin ich gerade irgendwie richtig aufgeregt und gespannt, was wir bekommen. Wir craften uns unsere erste Vision, die Anemo-Vision. Und die können wir jetzt sogar unserer Hotbar hinzufügen. Dann sehen wir die ganze Zeit. Und wir haben ein Schwert bekommen. Ein Freedom Sword Schwert. Okay, da brauche ich gar kein Schwert mehr für heute. Das ist ja mega nice. Und das hat 15 Attack Damage und ist richtig schnell sogar. Das lädt die Schläge richtig schnell wieder auf. Und wie jedes Item heute muss das halt auch noch irgendeine krasse Fähigkeit haben. Okay, hier haben wir sie schon gesehen. Das sah schon mega nice aus. Da das Element der Luft ist, könnte ich mir vorstellen, dass wir damit irgendwie eine Druckwelle auslösen. Okay, das Pferd haben wir richtig weggeschleudert. Das sieht richtig nice aus. Fliegt alle weg. Oh mein Gott, sogar Pferde in der Nähe. Also nicht nur Pferde, sondern halt allgemein Mobs. Fliegen damit weg. Okay, das gefällt mir richtig gut direkt. Das sieht mega nice aus. Und das ist erst das erste von 7, die wir heute freischalten können. Okay, ich kann nicht so lange warten. Ich muss jetzt dringend Deep Slate finden. Wir gehen runter und das Skelett will uns töten, aber wir haben jetzt ein neues, nices Schwert. Weg mit dir! Oh mein Gott, ist das nice, auch mit den ganzen Partikeln. Das gefällt mir optisch richtig gut. Und da unten wartet auch schon die nächste Vision auf uns. Also hole ich mir ein Deep Slate mit, einen Kohleblock. Der kommt in die Mitte, die Steine drumherum und wir bekommen die Geo-Vision.
Vision. Und die können wir natürlich jetzt auch wieder hinzufügen. Und damit sollten wir jetzt einen Hotkey benutzen können. Oh mein Gott, da stürzt ein riesiger Komet runter. Und wie krass sieht das bitte aus? Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich da mal in der Nähe stehe. Aber wir haben einen riesigen Komet abgefeuert. Das sieht ja mega nice aus. Und das kann ich jetzt immer wieder wiederholen. Wir haben jetzt die Geovision bekommen und können damit diese Fähigkeit auslösen. Das stelle ich mir so nice im Endfight vor gerade. Okay, ich will unbedingt direkt weitermachen. Was ist als nächstes realistisch? Die Dendrovision reizt mich ja schon irgendwie. Dafür brauchen wir irgendeine Blume, wie es aussieht nur. Ein Stück Holz, einmal Blätter. Also wir müssten eine Schere craften. Und dann halt eine Azalea und einen Moosblock. Das heißt, wenn wir den Moosblock hätten, hätten wir die sowieso dann letztendlich. Aber wir brauchen erst den Moosblock. Vielleicht können wir auf den Ozean fahren und ein Schiffswrack suchen oder halt eine Lushcave irgendwo sehen, vielleicht von oben. Und ich bin schon super gespannt, welche Fähigkeit wir durch die Dendrovision bekommen können. Die ganzen Elemente kommen aus dem Spiel Genshin Impact, dem Sponsor des heutigen Videos. Und hier haben wir sogar direkt Moos. Das heißt, wir können damit direkt das Dendro-Element craften. Während ich also jetzt aus dem Moosblock noch eine Azalea mir ranhole, schauen wir uns mal an, welche Elemente uns heute noch erwarten. Dazu stelle ich dir mal Genshin Impact vor. Genshin Impact ist ein Open-World-Adventure spielbar auf PC, PlayStation, iOS und Android. Dein Abenteuer beginnt auf der Welt von Teyvat, wo du 7 verschiedene Regionen mit einzigartigen Traditionen und Bauwerken entdecken kannst. Auf dieser einfach mal größer als 5900 Fußballfelder großen Map kannst du alles auf deine eigene Art frei erkunden. Du kannst klettern, schwimmen oder auch wie mit einer Elytra durch die Luft gleiten, während sich unter dir wunderschöne Landschaften erstrecken. Weiter erwarten dich aber auch unterschiedliche Challenges und Gegner, die du mit Hilfe der 7 verschiedenen Elemente besiegen kannst. Mit der Anemo-Vision und der Dendro-Vision haben wir jetzt schon 2 dieser Fähigkeiten freigeschaltet. Und ich bin schon super gespannt, welche Items und Effekte mit den anderen Fähigkeiten noch auf uns warten. Der Unterschied ist natürlich, dass wir hier in Minecraft alle Fähigkeiten auf einmal freischalten können. In Genshin können verschiedene Charaktere unterschiedliche dieser Fähigkeiten meistern. Und dabei hat jede Fähigkeit ihren Ursprung in einer anderen Region von Teyvat. Dadurch lassen sich aber auch die unterschiedlichen Fähigkeiten kombinieren, sodass noch krassere Effekte entstehen können. Hier haben wir jetzt noch eine Blume. Und damit können wir jetzt direkt die Dendro-Vision craften. Und wenn ich das aktiviere, bekommen wir einen Bogen. Die Hunter's Path heißt der Bogen. Okay, der sieht schon mal richtig krass aus auf jeden Fall. Und wir haben einen Pfeil. Das heißt, ich könnte ein bisschen damit schießen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Aber wir können damit jetzt schießen. Wenn ich jetzt auf dieses Schwein hier schieße, dann fliegen hier so nice Partikel durch die Luft. Und mein Pfeil ist halt jetzt weg. Okay, ich muss mal schauen, was passiert, wenn ich einen Mob damit töte auf jeden Fall noch. Das heißt, ich sollte mal zurück zum Dorf fahren und mich da um Pfeile kümmern. Hier gibt es sogar schon einen Bogner. Und dann tradest du mir mal ein paar Pfeile bitte. Beziehungsweise hatte ich eh noch Emeralds und jetzt habe ich ihn festgetradet. Aber egal, jetzt können wir die Sticks nicht mehr vertraden. Aber ein Stack Pfeile haben wir damit. Und ich bin jetzt ein bisschen wütend und schiebe die Schuld auf ihn. Also lasse ich hier mal ein paar Kometen runterfallen. Oh mein Gott, einer ist in den Berg irgendwo eingeschlagen. Ja, das Haus ist weg. Das ist ein bisschen brutal und ein bisschen gruselig. Aber es macht verdammt nochmal viel Spaß. Und deswegen möchte ich noch mehr Kometen einfordern. Komm schon, schön auf das Haus da hinten. Und da oben in den Berg rein. Oh mein Gott, das sieht einfach so cool aus. Ich liebe diese Kometen. Oder Meteoriten sind das ja eigentlich eher. Oh mein Gott, sieht das episch aus. Oh, sorry, ich hab's nicht so gewollt. Ich glaube, wir sollten weitergehen, bevor ich hier aus Spaß einfach alles in die Luft sprenge. Weil eigentlich haben die mir gar nicht mal so viel getan, die Villager. Jetzt sollten wir sogar mal komplett verschwinden. Und wir machen uns jetzt einfach mal auf in den Nether. Hier liegen noch ein paar Teile vom Dach rum. Ich habe damit aber nichts zu tun. Wir laufen jetzt weiter auf jeden Fall. Dann würde ich jetzt aber mal die 5 Obsidian, die wir schon haben, behalten. Und wir gießen hier ein Portal hin. Okay, ich habe nicht dran gedacht, dass Leaves ja mittlerweile mit Wasser gefüllt werden. Dann machen wir es nochmal. Portal steht. Ich brauche erstmal hier aus dem Krater noch ein paar Steine, weil wir haben gar keinen Stein mehr. Allerdings sollten wir schon mal hier fürs Anzünden ein bisschen Holz platzieren, während ich die Steine hole. Dann haben wir jetzt aber alles, was wir brauchen, haben sogar richtig viel Goldrüstung und gehen damit rein in den Nether. Hallo Nether, ich bin da und ich möchte hier auch schauen. Moment, das möchte ich nicht schauen. Ich möchte hier schauen, welche Vision wir als nächstes craften können. Erstmal haue ich jetzt diesen Gas weg. Oh mein Gott, ich habe ihn richtig weggehauen. Richtig nice mit diesem Schwert einfach. Und im Nether müssen wir uns doch bestimmt um die Pyro-Vision kümmern. Okay, ja, auf jeden Fall. Wir brauchen einen Magma-Block und 4 Blaze-Powder. Das heißt, wir müssen so oder so eine Festung finden. Also machen wir uns auf in den Westen, lassen ein paar Kometen zwischendurch einschlagen. Das sieht so nice aus auch im Nether. Oh mein Gott. Einfach komplett alles weggeschleudert. Ich habe gerade kurz Angst bekommen, dass die Zombie-Fall-Picklets jetzt böse auf mich werden. Aber die Meteoriten haben natürlich nichts mit mir direkt zu tun, finde ich. Und hier ist direkt eine Festung und ein Warp-Forest. Oh mein Gott. Ich wollte gerade einfach nur ein Brot essen und schon waren wir auf einer Festung und sind drin in der Festung. Nice. Okay, ich möchte jetzt direkt 2 Blaze-Rods haben, weil dann können wir mit einem Magma-Block das die nächste Vision craften. In der Truhe haben wir Eisen, ein bisschen Gold und hier haben wir noch mehr Gold. Hier haben wir die erste Blaze. Die hauen wir direkt mal mit 2 Schlägen weg und sie
die droppt sogar direkt. Und hier haben wir nichts drin. Dann gehen wir jetzt mal rauf zum Spawner und kümmern uns um die zweite Blaze Rod. Also weg mit dir. Und die andere haben wir jetzt weggeschleudert, okay? Die haben wir hochgeschleudert. Das ist nicht so praktisch mit Blazes, weil die schweben dann irgendwo da oben und schießen weiter auf mich. Dann haben wir die zweite Blaze Rod. Wir können also direkt mal wieder gehen. Hier im Warp Forest können wir gut runterspringen. Hier unten suche ich jetzt einen Magma-Block. Da haben wir einen. Den möchte ich haben. Dankeschön. Und dann wird es direkt Zeit für die nächste Vision für heute. Magma-Block in die Mitte und wir bekommen die Pyro-Vision. Und da bin ich jetzt richtig gespannt, weil das Feuerelement finde ich immer super interessant. Oh mein Gott, ist das riesig. Wir haben ein neues Schwert bekommen. Ein richtig fettes Schwert. Wie nice sieht das denn aus? The Wolf's Cravestone heißt es und das hat 20 Attack Damage, aber nur 0,5 Attack Speed. Okay. Das heißt, wir können damit richtig viel One-Hitten, aber müssen auch treffen. Und wir haben Feuerresistenz, sehe ich jetzt gerade erst. Okay, damit möchte ich jetzt also rauf auf die Blazes gehen. Und hier haben wir direkt einige Blazes um uns drumherum, aber ich habe jetzt Feuerschutz. Eigentlich kann ich einfach so drauf gehen und dann schlage ich die mal. Oh mein Gott, sieht das cool aus. Warte mal, die hat auch direkt zwei Blaze Rods getroppt. Okay, das ist das perfekte Schwert für den Nether, wie es aussieht. Ich habe einfach Feuerschutz und kann die One-Hitten. Das ist so nice. Ich würde aber auch gerne mal meinen Bogen wieder ausprobieren. Dafür muss ich nur das Schwert in der Hand, damit ich Feuerschutz behalte. Klappt das auch in der Offhand? Ja, das sieht gut aus. Dann können wir jetzt mal mit dem Bogen schießen, weil den wollte ich ja im Nether auch noch ausprobieren. Oh mein Gott, wenn ich damit einen Mob töte, kommt einfach ein Stück Gras mit einem Baum. Das Dendro-Element ist also das Naturelement. Wie nice ist das denn? Weg mit dir! Oh mein Gott, ist das cool. Und wieso habe ich jetzt keinen Feuerschutz mehr? Hilfe! Ich will Feuerschutz haben. Okay, ich sollte nochmal bei dem Schwert bleiben. Macht halt auch einfach so verdammt viel Schaden. Damit können wir einfach die richtig entspannt hier alle weghauen. So nice einfach. Wir haben jetzt schon 8 Blaze Rods. Das geht richtig schnell und sieht dabei noch mega cool aus einfach. Sowohl der Effekt als auch das Schwert gefällt mir richtig gut. Weil es einfach so Spaß macht, möchte ich kurz noch ein paar Blazes weghauen, weil das so cool aussieht. Ich wiederhole mich, aber dieser Effekt ist einfach so verdammt nice. Ich feiere das. Okay, trotzdem sollten wir jetzt mal in den Warp Forest gehen und uns da auch um die Enderperlen kümmern. Hier haben wir auch schon den ersten Enderman und da gehen wir direkt rauf auf die Enderperlen. Hoffentlich. Oh mein Gott, ich bin fast gestorben. Okay, ich sollte vielleicht mit dem anderen Schwert lieber kämpfen, was schneller lädt. Aber wir haben die erste Enderperle bekommen. Dann machen wir jetzt mal mit dem Freedom Thorn weiter. 3 Hits brauchen wir. Und dann holen wir uns so Stück für Stück die Enderperlen ran. Oder ich mach's mit dem Boot und dann zünden wir so die Enderman nämlich an. Das ist auch praktisch. Oh mein Gott, wenn ich den critte, während der im Boot sitzt, fliegt der auch mit Boot einfach hoch. Wie nice ist das denn? Gib mir mein Boot wieder. Jetzt ist das da oben gelandet. Hier sind auch Picklin. Warte mal, ich habe doch auch ganz viel Gold. Setzt euch mal da ins Boot. Und dann tradet ihr einfach mal in der Zeit ein bisschen Gold. Ich kann auch noch ein paar Pfeile gebrauchen. Und ihr schaut einfach mal, was ihr sonst noch so rausholen könnt. Vielleicht auch ein paar Enderperlen. Okay, die Picklins sind fertig mit Traden. Was habe ich sonst noch so bekommen? Feuerresistenz brauche ich heute nicht. Pfeile hätte ich gerne, wie gesagt, noch mehr. Und den Rest brauche ich aber nicht. Wir haben aber noch mal 36 Pfeile und Schuhe bekommen. Die tausche ich auch direkt mal aus. Wir haben ja genug Gold. Und dann brauchen wir jetzt noch weiter die Enderperlen. Damit haben wir 14 Enderperlen. Damit verlassen wir jetzt den Warp Forest und laufen über die Festung hinweg zurück zu unserem Portal. Das müsste eigentlich gar nicht mal so weit weg sein. Hier unten sieht es auf jeden Fall so aus, als wäre hier irgendjemand schon mal gewesen. Ich weiß zwar nicht, wer da unten schon mal war, aber ich war es bestimmt nicht oder so ähnlich. Gott, sieht das cool aus und fliegen die Partikel einfach weit. Ich feiere diesen Meteor so extrem. Und da ist unser Portal. Schön mit Feuerschutz hier durch. Und dann gehen wir direkt raus aus dem Nether für heute. Zurück in der Overworld und ich bin super gehypt, was wir als nächstes freischalten. Oh mein Gott, was kommt denn hier auf mich zu? Lass mich in Ruhe. Weg mit dir. Dann möchte ich mich jetzt gerne möglichst schnell direkt um die nächste Vision kümmern. Für die Hydro-Vision brauchen wir einen Diamanten und noch... nicht mehr Eisen. Wir haben genug Eisen. Für die Kryovision brauchen wir ein Eis. Das heißt, wir brauchen Behutsamkeit. Und ich habe das Dorf halbwegs in die Luft gesprengt. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir da noch was rausholen können. Und für die Elektrovision brauchen wir noch 3 Lapis und ein bisschen Kupfer und Redstone. Das heißt, die Hydrovision und die Elektrovision, die sind beide so ein bisschen, wo wir nach graben müssen. Das könnten wir auch in der Nähe vom Stronghold noch machen, notfalls. Und für die Kryovision brauchen wir eben das Eis. Das heißt, ich gehe jetzt mal zurück ins Dorf und wir schauen, dass wir uns Behutsamkeit traden. Leder haben wir sogar schon einiges von den Picklin-Trades. Und hier liegt schon ein Teil vom Dorf. Also wir sind schon in der Nähe, würde ich mal behaupten. Hier ist aber ein Dorfbewohner. Den können wir auf jeden Fall benutzen. Problem ist nur, ich hätte gerne den Bogner-Tisch behalten und den habe ich halt komplett weggesprengt. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich brauche einmal 2 Flint, bitte. Damit steht der neue Bogner-Tisch. Den tauschen wir also direkt mal aus. Und dann tradest du mir Emeralds. Brauche ich noch Pfeile? Eigentlich wären Pfeile auch noch nicht schlecht. Also trade mal bitte noch ein bisschen anders. Perfekt, das gefällt mir doch. Dann brauche ich einmal Zuckerrohr. Das haben wir auch direkt da. Und hier wächst auch noch viel mehr überall. Ich brauche ein paar Bücher, beziehungsweise eigentlich sogar noch eins mehr, weil wir ja das noch traden wollen. Und dann machen wir uns einen Lesepult. Du siehst so aus, als hättest du mal Bock, mir ein paar Bücher zu traden. Da haben wir endlich Silk Touch und wir brauchen nur 10 Emeralds. Das können wir uns also direkt kaufen. Und jetzt brauche ich natürlich noch den Amboss. Das heißt, wir brauchen doch noch einiges mehr an Eisen. Ein bisschen was davon
können wir uns auf jeden Fall schon durch den Eisengolem, der neu gespawnt ist, ranholen. Das ging relativ schnell. Wir brauchen 31 Eisen, also noch 17 Stück mehr. Da hinten sehe ich schon ein bisschen Eisen an der Felswand auf jeden Fall. Also gehen wir jetzt schön ein bisschen minen. Und hier haben wir auf jeden Fall genug Eisen. Und hier habe ich auch direkt Kupfer gesehen. Das nehme ich dann auch schon mal mit. Mache ich mir dann schnell 2 Öfen. Und wir können hier schön alles mit Lava durchbraten dann. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal genug Kupfer. Und das Eisen reicht auch schon für einen Amboss. Den mache ich mir dann auch direkt mal. Perfekt. Dann hätte ich aber eigentlich gerne auch noch eine neue Spitzhacke, weil die ist ja fast kaputt. Wenn ich das jetzt da drauf mache, ist ein bisschen dumm eigentlich. Ich mache mir mal einfach eine Steinspitzhacke. Schön mit Silk Touch drauf. Perfekt. Dann mache ich mir schon mal die 2 Lightning Rods. Und jetzt brauchen wir Eis. Das habe ich heute leider noch nicht gesehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da hinten das Biom Windswept Hills haben. Ich würde mal gucken, weil da können wir, wenn wir uns hochbauen, auch Eis bekommen eigentlich. Und hier ist auch ein neuer Golem. Dann kann ich mich direkt um meinen zweiten Eimer kümmern und wir können uns oben auch eine unendliche Wasserquelle machen. Hier sind sogar 2 Golems, sehe ich gerade. Aber einer nach dem anderen. Perfekt. Ich mache mir also direkt noch 2 Eimer. Wir brauchen ja eh noch einen mehr insgesamt. Und dann schauen wir mal, was wir da oben für Biome haben. Okay, hier oben drauf haben wir überall nur Plains leider. Und ein Stück Haus haben wir hier auch. Dann geht es wieder runter auf den nächsten Berg. Und hier haben wir auf jeden Fall Windswept Gravelly Hills. Also geht es nach oben. Und dann bauen wir uns hier eine kleine Fläche auf. Und hier sollten wir dann hoffentlich Eis bekommen können. Oh, das ging mega schnell. Mega nice einfach. Dann haben wir nämlich direkt unser Eis, was wir brauchen. Und damit können wir wieder runter. Und das war schon alles, wofür ich das Ganze jetzt hier gemacht habe in der Silktouch-Spitzhacke. Problem ist, dass wir jetzt noch Schnee brauchen. Aber auch da oben schneit es jetzt gerade nicht, weil es nicht regnet. Das heißt, wir kümmern uns jetzt erstmal um eine andere Vision. Für die Hydrovision brauchen wir noch einen Eimer und halt den Diamanten. Hierfür brauchen wir noch die Schneebälle. Und für Elektro brauchen wir Redstone und Lapis. Dann würde ich vorschlagen, ich mache mir jetzt erstmal 7 Enderaugen. Und wir schauen schon mal, dass wir uns in Richtung Stronghold aufmachen. In diese Richtung geht's. Droppt und wir laufen los in Richtung Stronghold. Hier haben wir ein Schiffswrack. Ich kann mal kurz schauen, ob ich noch das Eisen da finde. Das sieht perfekt aus. Dankeschön. Und warte mal, Lapis sogar auch. Dann brauchen wir nur noch einen Lapis. Das heißt, wir müssen aber so oder so noch in der Höhle damit. Okay, und da hinten haben wir auf jeden Fall eine Taiga. Das heißt, wenn es nochmal anfängt zu regnen, können wir uns auch da hochbauen für Schnee. Und wir haben damit natürlich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir vielleicht auf ein Biom stoßen, wo sowieso Schnee liegt. Das wäre eigentlich noch praktischer, würde ich mal sagen. Dann wird es Zeit für das nächste Endeauge. Es fliegt aber immer noch weiter geradeaus. Weit dürfte es aber auch nicht mehr sein. Okay, nee, wir sind sogar schon vorbeigefahren am Stronghold. Da sehe ich sogar wirklich den Stronghold schon. Oh mein Gott. Ich wollte noch gar nicht so schnell den Stronghold finden. Wir müssen auch noch Dias holen und so. Aber hier ist der Stronghold. Und wenn wir schon mal so weit sind, würde ich sagen, gehen wir direkt auch mal rein da. Hier in der Truhe haben wir noch ein paar Brote. Und die Eisenhose, die habe ich eigentlich auch noch nicht. Und hier geht es in eine Höhle unter Wasser. Ich muss auf jeden Fall noch tiefer. Hier haben wir Lapis. Das hätte ich dann eigentlich gerne schon mal. Oh, ich habe Silk Touch auf meiner Spitzhacke. Also muss jetzt eine neue her. Und wir bauen den Lapisblock nochmal ab. Perfekt. Eigentlich hätte ich mir aber auch direkt eine Eisenspitzhacke machen können. Wir müssen ja noch ein Dia abbauen. Aber wir haben mittlerweile sowieso mehr als genug Eisen. Hier haben wir Redstone. Am besten mache ich mir einfach mal eine Tür. Dann können wir den nämlich in Ruhe hier abbauen. Perfekt. Mehr brauche ich gar nicht. Und dann haben wir auch schon alles, was wir brauchen für die nächste Vision. Die Lightning Rods drüber und drunter. Und wir bekommen die Elektrovision. Ich bin sehr gespannt, was uns das bringt. Ich aktiviere direkt mal. Und ich habe ein Spawn-Ei von Oz bekommen. Okay, wir können gleich etwas spawnen. Das mache ich dann aber nicht hier unter Wasser am besten. Da bin ich dann aber schon mega gespannt drauf jetzt. Und hier haben wir Dias. Wunderschön in der Ecke. Die hole ich mir gerne direkt mal beide mit. Und auch wenn wir gerade erst eine neue Vision bekommen haben, können wir damit einfach direkt schon die nächste craften. Ein bisschen Wasser und wir bekommen die Hydrovision. Die aktiviere ich natürlich auch direkt. Und ich sehe schon, meine Herzen regenerieren gerade. Wir müssen damit gleich einen neuen Hotkey oben ausprobieren, aber auch nicht unter Wasser am besten. Da ich jetzt sowieso nur noch Schneebälle brauche, sollten wir vielleicht auch mal wieder auftauchen. Oh, hier haben wir auch endlich den Portalraum. Direkt mal den Spawner abbauen, nachdem die Silberfische tot sind. Und wir haben ein Enderauge drin. Ich brauche jetzt aber noch Schnee. Also wir müssen so oder so noch einmal an die Oberfläche. Und dann fahre ich jetzt einfach mal geradeaus, bis wir ein verschneites Biom finden oder es anfängt zu regnen. Oh, aber wir haben ja auch noch 2 neue Visionen noch nicht ausprobiert. Wir können ja mal auf dem Weg jetzt mal hier irgendwo anlegen und einfach mal schauen, was passiert, wenn ich den neuen Hotkey zum Beispiel drücke. Oh mein Gott, ein Wasserring. Die Hydrovision macht uns einen Wasserring, der mich heilt. Ich sehe es an meinen Herzen. Regeneration. Das ist mega praktisch auch für den Endfight. Und der ist jetzt wieder weg, aber ich kann den immer wieder neu spawnen. Und das sieht mega cool aus, finde ich. Mir gefällt das mit den ganzen Partikeln heute. Und dann haben wir noch das Spawn-Ei von Oz. Wenn ich das jetzt einfach mal
platziere. Haben wir Oz? Oz ist ein kleiner Rabe. Oh mein Gott, siehst du cool aus. Jetzt habe ich ihn auf der Schulter. Geh weg. Oh, ich habe das Spawn-Ei behalten, aber ich kann es nicht nochmal benutzen. Zumindest nicht direkt. Heißt das, der ist vielleicht auch gleich weg, wenn ich das wieder benutzen kann? Wir probieren es mal aus. Wir müssen aber auf jeden Fall auch noch rausfinden, was du machen kannst. Der kann bestimmt mit Elektro irgendwie kämpfen. Der ist ja vom Element Elektro und da hat er sich aufgelöst. Und jetzt kann ich einen neuen spawnen. Das ist mega cool. Okay, das läuft uns also nicht weg. Wir können immer wieder einen neuen spawnen. Und jetzt suchen wir dann aber erstmal wieder weiter nach Schnee. Ich glaube, da liegt sogar Schnee drauf. Ja, da haben wir Schnee. Okay, wir haben endlich eine verschneite Taiga gefunden. Es hat ewig gedauert heute und daneben haben wir auch direkt Eis. Also wir hätten uns vorher alles sparen können. Hier haben wir einfach alles, was wir für die letzte Vision für heute brauchen. Und wir holen schnell die 4 Schneebälle mit. Damit sollten wir uns jetzt die letzte Custom-Vision für heute, die Kryo-Vision, craften. Und die sieht auch so als Item mega nice aus. Ich füge die natürlich auch jetzt direkt hinzu. Wir bekommen einen neuen Bogen. Und damit haben wir alle 7 Elemente für heute freigeschaltet. Und diesen Bogen, oh mein Gott, der ist riesig. Der sieht richtig cool aus. Den Bogen möchte ich gerne im Endfight ausprobieren. Also schnell wieder meine Werkbank abbauen. Und wir machen uns auf zurück in Richtung Stronghold. Also schwimmen wir ein letztes Mal nach unten. Und dann müsste hier unten wieder der Portalraum sein. Perfekt. Dann crafte ich noch 5 Enderaugen. Und wir aktivieren das Portal. Nice. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Ich möchte die beiden Items natürlich auch im Endfight nochmal ausprobieren. Und dann gehen wir so ausgerüstet rein in den Endfight. Hallo, End. Oh mein Gott. Gott, hier ist einfach eine Brücke direkt neben mir. Hier sieht's nicht normal aus. Wir sind heute in einem besonderen End gelandet. Wie nice ist das denn? Ich gehe direkt mal hier rauf auf diese Holzbrücke im End. Das klingt richtig falsch. Vorbei an den Enderman sehen wir schon, hier sind die Crystals überall auf den Türmen. Und hier haben wir eine Art Marktplatz. Und ich habe einen Enderman angeschaut. Cool. Lass mich. Da ist der Enderdrache. Er fliegt durch das Haus durch. Er kann es heute nicht kaputt machen, wie es aussieht. Geh mal weg, Enderman. Okay, danke für die Enderperle. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir überhaupt gut an die Endcrystals rankommen heute. Das sieht mega nice aus. Hier haben wir einfach das Portal mitten auf so einem Marktplatz oder so. Und hier haben wir Bäume drumherum. Das sieht so cool aus, das Gebäude. Und hier haben wir auch verschiedene Fässer. Hier sind einfach Items drin. Okay, Essen nehme ich gerne mit. Warum nicht? Ich bin gerade richtig gehypt. Wie cool ist das denn für den Endfight? Damit haben wir einfach jetzt schon mehr als genug goldene Karotten. Wie cool. Dann spawne ich jetzt nochmal den hier hin. Und dann gehe ich jetzt mit dem neuen Bogen, der so Eispartikel drumherum hat beim Spannen, rauf auf die Endcrystals. Und habe, glaube ich, nicht getroffen, aber das sah mega cool aus. Also noch mal ein bisschen höher. Das sah gut aus. Das sieht richtig cool aus. Bin gespannt, was das gegen Mobs bringt. Aber jetzt machen wir erstmal die Endcrystals alle kaputt. Für die letzten Endcrystals gehe ich jetzt mal die Brücke von diesem epischen, riesigen Gebäude hoch. Und da oben ist auch noch ein riesiger Baum drauf. Und das ist so hoch, ich sehe die Endcrystals einfach gar nicht von hier oben. Dann gehen wir nochmal mit dem Hunter's Path auch noch auf die Endcrystals. Dann haben wir da oben sogar einen Baum drauf. Mega nice. Und ich glaube, damit haben wir auch schon alle. Dann können wir eigentlich jetzt auch hier mal runterspringen. Perfekt. Und ich will noch ausprobieren, ob der Oz für mich kämpft. Ich setze ihn hier hin und schlage einen Enderman. Der Enderman greift mich an, das war mir auf jeden Fall schon klar. Und Oz hat ihn, glaube ich, wirklich... Ja, er greift ihn an. Oh mein Gott, Oz hat den Enderman für mich getötet. Du bist richtig cool. Du siehst nicht nur cool aus, sondern du kämpfst auch noch für mich. Dann versucht der Enderdrache, wie es aussieht, in die Mitte zu kommen. Ich schieße schon mal Eispfeile hoch. Aber irgendwie prallen die ab, oder? Jetzt habe ich ihn endlich getroffen. Das sieht so cool aus einfach. Dann gehen wir rein in die Mitte und drauf mit dem Schwert. Oh mein Gott, er hat mich richtig weggehauen. Aber wir haben ihm auch schon gut Schaden gemacht. Da kann ich auf jeden Fall auch mal wieder ein paar Treffer landen. Ich höre noch einen Enderdrachen. Moment. Ich glaube, wir haben 2 Enderdrachen, aber nur eine Bossbar. Ja, da hinten flog gerade einer und da ist noch einer. Einer der beiden Drachen kommt wieder runter in die Mitte. Ich hoffe, es ist der mit der Bossbar, weil den müssen wir letztendlich töten. Dann hätten wir es geschafft. Also schön mit dem Wolf's Grave Stone drauf. Und der fliegt direkt wieder weg. Aber das war der richtige, oder? Ich probiere es vielleicht gleich lieber mal mit dem Freedom Thorn, weil damit können wir deutlich schneller schlagen. Und wir können vielleicht auch mal einen Meteoriten abstürzen lassen. Problem wird dann nur sein, dass wir nicht mehr so gut in die Mitte rennen können, weil wir alles wegsprengen damit. Aber das hier ist auf jeden Fall der mit der Bossbar. Der soll also gerne direkt wieder runterkommen. Macht er auch gerade. Dann am besten nicht critten, weil dann wird er komplett weggehauen. Und das macht richtig gut Schaden. Oh mein Gott, das hätten wir viel früher damit machen sollen. Und er hat auch nicht mehr so viel. Und wenn er so nah an die Türme fliegt, können wir da eigentlich einen Meteoriten draufhauen. Oh mein Gott, ich habe ihm richtig gut Schaden gemacht sogar. Ah, ist vielleicht zu weit weg. 2 Meteoriten direkt. Oh mein Gott, der hat kaum noch Leben. Das sieht so cool aus einfach. Und dann schieße ich mit meinem Eisbogen auf Entfernung. Vielleicht treffe ich ihn ja noch ein paar Mal. Oh mein Gott, er braucht nur noch einen Hit, dann wäre er down. Und damit ist der Enderdrache down. Er fliegt noch in die Mitte, um zu implodieren. Die Häuser macht er mir heute nicht kaputt. Und damit haben wir es geschafft und haben mit extrem nicen Items den Enderdrachen besiegt und Minecraft durchgespielt. Nice. Oh mein Gott.
Gott, und da kommt gerade der andere Drache. Lass mich in Ruhe. Du hast nichts damit zu tun. Das war ein Streit zwischen mir und dem ersten Enderdrachen. Ich sammle mir erstmal meine Level ein. Und hier habe ich gerade noch ein schönes Schild entdeckt, was man einfach mal so stehen lassen kann, finde ich. Dann hätte ich gerne noch das Drachenei. Und der soll mal weggehen hier. Wie es aussieht, bekomme ich das Drachenei heute einfach nicht. Dann spawne ich mir nochmal Oz. Und dann haben wir mit extrem nicen Items Minecraft durchgespielt und den Enderdrachen besiegt. Nice!